jetzt bist du dran. Robert Habecks politische Rede zum Aschermittwoch. Ja, wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Du bist dran, ja. Wir fahren nicht nur auf Sicht, wie die Bundesregierung dauernd stolz betont, ohne zu merken, dass sie damit zugibt, völlig vom Kurs abgekommen zu sein. Die Bundesregierung fährt auf Sicht mit verbundenen Augen. Hilfsgelder für Unternehmen kommen bei diesen nicht an, wegen der digitalen Inkompetenz des Wirtschaftsministeriums. Länder, Bund und die EU geben gewaltige Summen aus, um die Folgen der Krise zu bewältigen, sparten aber bei der Bestellung von Impfstoffen. Wieso hat Großbritannien 15 Millionen Menschen geimpft und wir hühnern hier rum? Ich glaube, rumhühnern ist inzwischen der korrekte Fachbegriff dafür. Und das droht sich jetzt zu wiederholen. Wir brauchen die schnelle Zulassung von Selbstschnelltests und vor allem eine Abnahmegarantie, damit wir genug von den Dingern haben, um sie in einer Öffnungsstrategie einzusetzen. Apropos Öffnungsstrategie. Es wäre schön, wenn es eine gäbe. Und zwar eine koordinierte.